So, dann hier runter. Hier runter. Und dann kommt hier der Kern hin. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Empyrean Galactical Survivor. Ja, wo war ich denn jetzt? Kurze Unterbrechung gehabt. Radar brauchen wir nicht. Die Blöcke könnten wir hier theoretisch bauen, das brauchen wir aber auch nicht. Ich wollte doch jetzt noch Gesteinsmehl herstellen. Gesteinsmehl. Das machen wir aus dem Schotter. Hier haben wir noch eine Lampe, die ich noch anbringen wollte. So, und aus dem Gesteinsmehl. So, wie viel Schotter geht hier weg? 20. Komm, machen wir es mal so. Kurz mal aus. Das weg. Und dann stellen wir noch so Zement her. Haben wir hier noch Blöcke? Haben wir noch einen? Ne, das ist schon wieder so ein Stahlblock. Ja, okay, ich hab's ja verstanden. So, dann machen wir mal 100 hier. So, so kann das erstmal produziert werden. Jetzt habe ich natürlich meine Lackierpistole hier genommen. Da war doch schon wieder irgendwas gewesen. So, und wir färben es mal pink. Das ist ja auch eine super schöne Farbe. Hier für so eine Basis. Grün. Grau. Okay. Grau, grau, grau. Ja, wir leben in einer grauen Welt. Alles ist grau um uns herum. Wir haben keine Freuden. Was haben wir denn noch? Braun. Boah, sieht auch gar nicht so kacke aus. Dunkelgrün. Orange. Ja, wir leben in der Bright Side of Life. Wir machen es alles mal ein bisschen orange. Ja, doch, das sieht doch hier. Im blauen Raum orangene. Das passt doch. Dann weiß ich wenigstens immer, was hier aktiv ist. So, okay, so lassen wir es. Wir machen mal heute. Wir haben heute den Orange Day. So, wir gehen aber mal nach oben. Okay. Wir gehen also mal nach oben. So, 1, 2, 3, 4. Und schon sind sie wieder alle. So, Pflanzenfasern sind noch nicht fertig. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ich habe doch hier irgendwo Asteroiden gehört. Und der ist doch gar nicht so weit weg. So, erstmal die Lampe. Komm, können wir dich mal drehen? Ja, doch hier. So. Ist ja wenigstens auch hell. Ja, ich laufe schon wieder wie ein wildes Eichhörnchen hier rum. So. Ja, also das ist die Munitionskiste. Die könnte man eh auch mal irgendwann abbauen. Gut. Kurze Runde. Fliegen. Kurze Runde. So, was haben wir hier? Prometheum-Metroid. Und im Wasser. Sehr schön. So, nur mal eine paar Millimeter. So, was haben wir hier? Red Old Home. Okay. Okay. Nur gucken, ob irgendwo hier was runtergegangen ist. Ja, wir haben immer noch nicht Munition ins Schiff getan. Ich weiß, es würde XP geben. Meteorit gesichtet. Da. Außenposten. Kobalt, okay. Was ist denn das hier für ein Außenposten?
Den kenne ich ja noch gar nicht. Okay. Interessant. Falsche Fraktion. Welche Fraktion ist denn das hier? Sauerstoff können wir nicht ziehen. Okay, okay, okay. Er spielt mal in der Ego-Perspektive. Wo geht's hier hin? Fraktion. Offline-Schutz, okay. Okay. Also, falls ihr dieses Let's Play seht und nicht, dass eure Basis war, der gerade alle Früchte hier abgeruppt habt, schreibt mir eine Nachricht und ich bin auch gerne bereit. Vielleicht nicht unbedingt die Fasern, aber den Rest würde ich euch auch zurückgeben. Interessant. Okay, okay, okay. Aber das hier sind Alien-Dinger. Okay. Was ist das hier? Jip. Okay. Müsste ja denn auch irgendwo ein Kern sein, oder? Okay. Ja. Zum Glück sind hier keine Aliens. Es wäre mal interessant zu sehen, was passiert, wenn jetzt hier so ein Alien auftaucht und der mich abknallen möchte. Okay. Also falls das eure Basis ist, super cool gebaut. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich bin. Das ist der Red Room. Okay, okay, okay. Da wären wir fast in eine Falle gelaufen. Alter Schwede. Okay, okay, okay. So, da kommen wir nicht raus. So, dann geht's hier weiter. Hier wieder nach oben. Und hier nach unten. Das ist Energieversorgung. Alter, was für eine Riesenbasis. Ah, hier sind wir wieder hier. Falsche Fraktion oder kein Kern vorhanden. Ja,
meine, wir könnten das ja auch denn hier packen wir einfach einen Kern rein. Aber dieser Offline-Schutz wäre ja denn. Irgendwann werde ich bestimmt Pech haben, dass irgendeine dieser Knarren geladen ist. Was ist das hier für ein Raum? Einfach nur ein Raum. Okay, Wahnsinn. Also, gut, Sauerstoff können wir uns nicht ziehen. So, dann dürfte es hier wieder rausgehen. Genau. Und es wird auch wieder hell. Was natürlich schade ist, hier können wir was einzahlen. Aber wir haben nichts zum Einzahlen. Müssten aber jetzt mal die Produkte hier. So, wo geht's hier noch hin? Nach oben. Zur Kommandozentrale. Okay, sehr nett. So, Verteidigung hat das Ding auch. Was wir jetzt mal machen könnten, wir könnten theoretisch nach Hause fliegen und einen Kern sammeln. Einen Kern und hier einfach mal einen Kern hin. Oh, da schreibt einer. Hi. Hi. So. Okay. Ins Raumschiff. Wir können froh sein, dass wir nicht abgeknallt wurden. So, Kobalt Metroid. Wo ist unsere Basis jetzt? Ich muss die Sachen nach Hause bringen. Bist du noch auf Akura? Jupp. Noch nicht genug Level. WWWW? Nein. Okay. Home. M für Map. Wir müssen nach links fliegen. Dahin. Nach dem Westen. Ist das richtig? Westen. Gen Westen. Ein paar Sachen. Brauchen wir irgendwas? Also ich wüsste jetzt nicht, ob wir was brauchen. Also Sachen nehme ich natürlich immer gerne. Also. Lol. Nehmen tue ich gern. Komm mal, aber wüsste nicht, was ich gerade brauchen könnte. Brauche erstmal nur Level. Um Bohrer zu bauen. Okay. So. Stopp. So, wir müssen ein Kern. Wir brauchen einen kernigen Kern. So, X, Z, F, Ego-Perspektive und erstmal die Sachen hier ganz schnell in den Kühlschrank. Tomaten, Mais, Space-Orangen, Durian, Honig, Kürbis, Kaffee. Und das Ding kommt hier rein und dann können wir hier einfach mal noch 100 Beete machen, genau. So, ein Kern. Ich brauche ein... Was brauche ich denn? Ich brauche keinen Starterkern, sondern ich brauche das Ding hier. Ein Kern. So, jetzt diesen Kern nehmen wir mit. Und wir dürften dort eigentlich genug... Scheiße, jetzt habe ich nicht gesehen, was er geschrieben hat. Bist du im TS? Nein. Nein, gerade nicht. Bin nur noch 5 Minuten online. Okay. www.
was zu beweisen war. Gut, aber was wir noch machen wollen, ist uns die Basis holen. Auf. So. Anmachen. Menü. So, 180 Grad gedreht. Über die Berge rüber und gegen den Osten. Im Osten geht die Sonne auf. So, da ist die Basis. Hast du ein paar Credits, um dir das aus der Handelsschütze abzuholen? Credits. Habe ich Credits? Wie, wo sehe ich das? So, jetzt das hier weg, an und den Kern hier mal reingelegt. Und dann werden wir jetzt mal hier uns die Generatoren. Also ich weiß nicht, ob dem im Player Inventory Tab da steht Guthaben 0. Lol. Da steht 0. 0 Guthaben. So, ich wollte aber runter, nicht wieder hoch. Okay, wir fahren mal, wir fliegen mal hoch hier. Ich wollte ja, irgendwo muss doch hier dieses Alien. Könnt ihr auch mal nachladen. So, dann hier runter. Hier runter. Und dann kommt hier der Kern hin. Zum Glück. Falsche Fraktion. Okay. Gut. Wo ist dann der Kern? Wenn ich wüsste, wem das Teil hier gehört. So, was sieht denn aus wie ein Kern? Das sieht nicht aus wie ein Kern. Vielleicht bin ich da auch schon vorbeigelaufen. Kern, Kern, Kern. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier irgendwas abknalle, fangen denn an, die Geschütze auf mich zu schießen? Ist dort vielleicht der Kern drinne? Du musst mir erst etwas verkaufen. Schaffst du es noch bis zur Handelsstation? Ja, vielleicht. Moment. Erstmal hier wieder runter. So, dann hier lang. Moment. Ich suche Handelsstation. So, hier sind wir drinne, Offline-Schutz. Aber wo ist der Kern?
So, hier geht's raus, genau. Ich kenne mich ja schon super in der Basis aus, muss ich mal sagen. So. Okay. Nee, da steht nur Geldautomat. Abheben. Einzahlen. Handelsstation. Ich glaube, ich habe hier keine Handelsstation. Aber ich suche einen Kern. Wo ist der Kern? Der Kern sieht doch bei allen gleich aus, oder? Vielleicht bin ich auch schon vorbeigelaufen. Vielleicht bin ich auch auf dem Kern gelandet. Nein, das ist kein Kern. Hier ist noch eine Landestation. Kein Kern. Aber es wäre eine schöne Basis, wenn wir die jetzt übernehmen können. Also einen Kern, unseren können wir nicht setzen, das heißt, die muss irgendwo einen Kern haben. Okay. So, jetzt wieder ganz kurz nach Hause, Gängen Westen. Über die Berggruppe drüber. Ist zum Glück nicht ganz so weit. Und dann gucken wir mal, ich hatte doch irgendwo ein paar Talerchen. Wir sind schon bei 21 Minuten. Ach, Mann, 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 Mann. Ich könnte mir auch die Red-Basis holen. Einfach den alten Kern weggeschossen, aber wir sind ja Allianz. Wir sind ja quasi Team. So. Ich kann so nicht fliegen. Wisst ihr was? Ich kann doch auch hier oben mal an. Ja. Z. F. Und dann gucken wir mal hier runter. Wenn ich Geld habe, müsste das doch theoretisch hier drin sein. Geld. Aber wir haben kein Geld. Hier ist kein Geld. Ego. Ego spielt sich einfach mal besser. So, hier Geld drin? Nein. Hier ist dann wahrscheinlich auch kein Geld drin. Und hier unten haben wir die ganzen Kisten abgebaut. Keine Handelsstation und kein Geld auf der Bank. Aber theoretisch, wenn man, ich habe doch jetzt dieses kleine Raumschiff. Das heißt, wir könnten, ich habe erstmal Hunger. Noch ein Steak essen. Müssen wir irgendwann mal noch auf Jagd gehen. Und wir so eine Tomate mal verputzen. Space Orangen. Schön lecker rohe Tomate. So, aber ich hatte doch mal irgendwo Geld gehabt. Kann man denn Geld herstellen? Musst du dir im Orbit nehmen. Okay, aber ich glaube, ich bin hier. Goldbarren. Achso, dafür brauche ich Goldbarren. Ich wollte sagen, hier liegen sie doch, die Goldmünzen. Aber wir haben keine Goldbarren. Ja. Okay, aber das mache ich ein anderes Mal. Werde jetzt ausloggen. Gute Nacht. Oh, danke fürs Angebot. Angebot.
Ja, okay. Egal. So, wir setzen uns wieder auf unser Bettchen. Zack. Und frönen diesen wunderschönen Ausblick. Das Schiff ist ja jetzt hier oben drauf. Naja, haben wir extra hier das Ding hier gebaut und dann setze ich das da oben drauf. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.